wie man uns versieht, moin erstmal. Einhorn, da ist es. Sag mal, kleines Puddingröntchen. Wir mal gucken, wie weit die Kürbispyramide schon ist, ob sie schon aufgebaut wird. Das ist ja jedes Jahr so eine Attraktion hier. So eigentlich zwei Höfe, die hier fast nur oder zur Saison da ausschließlich Kürbisse anbauen oder anbieten. Und das in rauen Mengen. Könnte sein, dass ich ein bisschen früh bin, aber kann ja mal gucken. Habe ich wenigstens ein kleines Ziel. Warum fährt er hier nicht schneller, weil hier 70 ist? Ich wundere mich immer, Wetterbericht kommt immer, sagen wir mal, oder schreiben immer was von Hitze und also von Hitze haben wir hier oben gar nichts. Ich würde mal sagen, wir haben so 22 Grad, also 22. Das ist richtig angenehm, toll zu fahren. Oh, die Straße wird auch immer schlechter hier in der Mitte, da zu Spuren, da läuft danach. Die sind aber schlimmer geworden, die werden den Winter nicht so richtig gut aushalten. Da müssen wir noch mal ran. Aha. Boah, muss richtig den Lenker festhalten hier. Aber das ist halt mal der Zustand. Hierzulande. Ich lasse mal ein bisschen die Kamera laufen, kann ja rausschneiden, was nicht passt. Ja, ich weiß, alles gut. Aha. Jo, lange nicht mehr gefahren, die Kleine hier. Da war schon ziemlich viel Sprit verdunstet drin im Tank. Musste eben noch mal tanken. Upsa. Fährt man besser mit zwei Händen bei dieser Straße. Das ist ein Mühlenmuseum. Wassermühle. Na, biegt ihr mal alle ab. Das ist schön.
die Zeiten, wo die Straßen mal repariert wurden, beziehungsweise mal ganz neu belegt wurden, die sind längst vorbei. Naja, hier geht's einigermaßen. Mais ist dieses Jahr so groß, wie ich ihn fast noch nicht gesehen habe. Das ist hier noch ein Durchschnittsfeld. Also wir haben schon Mais Pflanzen gesehen, was war 3 Meter hoch. Riesig. Dachpost. So, wie fahre ich denn jetzt am dümmsten? Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier sind alles Isländer, Islandpferde, ganz, ganz viele. Also ein Reihen-Vierzylinder hat auch was. Kann man nicht anders sagen. Speziell wenn er von Honda kommt. Wollte ich hier runter. Immer so beim Schalten. Vielleicht. So,
für eine Teststrecke für eine Reise-Enduro hier. Langen Federweg. Ich mach mal aus und gleich wieder an, damit das hier nicht so lange Stücke werden. Ja, läuft. Alles klar. Hab nur kurz einmal aus und einmal wieder angemacht. Mein Rechner ist ja Steinzeit noch. Und der kommt mit Gigabytes an Daten nur im Stundenrhythmus zurecht. Deswegen mache ich immer kleine Stücke, wenn ich kann. Das war hier 30, ne? Jo. Auf nach Minenbüttel. Blinker sollten wir ausmachen, ja. Minenbüttel. Kurven haben hier. Ja, das ist doch was hier. Mann, 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 Mann. Das ist das Dorf. Bitte. Und dann kommen wir direkt bei der Kürbispyramide vorbei, sofern sie schon da ist. Ah, endlich mal ein Motorrad, wo man einen schönen Leerlauf findet.
Das ist schon ein bisschen der Nachteil bei der KTM. Da brauchst du also einen sehr, 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 sehr sensiblen Fuß. Klappt doch nicht immer beim ersten Mal. Wir machen irgendwo einen Blitzer, ne? Und der ist hinter mir. Alles gut. Hier konnte man immer schön essen. Die hatten dann schon mal so ein Buffet gemacht. Konntest du für einen festen Preis, konntest dich da knüppelsatt essen. Aber seit Corona, also mit Corona, ist es eingeschlafen. Gibt nicht mehr. Schon der Sache näher. Wir gucken mal. Ja. Die Pyramide ist schon mal da. Denke ich auch. Aber die ist noch nicht bestückt. Nee. Na gut, ich schau mal vorbei da. Muss ja nicht hier rein. Wenn da noch nichts ist. Okay, komm. Komm, Einhorn. Ganze Schlange hier. Du wartest da vorne, ne? Gut, alles klar. So, hier. Ja. Da werden sie aufgebaut. Naja. Alles gut. So, jetzt quer die Frage, wo fahre ich jetzt lang? Na, ich fahre mir hier gerade aus. Okay. Aber das ist langweilig, mach mal aus. Die Straße ist mal neu gemacht worden hier. Die ist schön. Zumindest in Teilen. Gab es wieder 70er Schilder im Angebot.
oben die Truthähne, linker Hand. Aber da wollen wir heute nicht hin. Hätte Blackie mit der Kette geschlagen. Hier langsam Tempo da. Ja, könnte sein, dass wir noch Regen kriegen heute Abend. Die alle her? Wo wollt ihr alle hin? Na, du noch, komm. So sieht das schon besser aus. Einhorn. Jo.
Wow, bin ich auch glatt 38 Kilometer gefahren bis hierher schon. Aber jetzt geht's aber auch nach Hause, das reicht aber auch. Irgendwann ist genug, aber auch mal genug. Was ist hier vorne los? Was macht ihr denn da? Moin Schafe. Ja, wenn die Straße ganz schlecht ist, da kauft man ein paar 30er Schilder. Super. Der Rest ist nur noch Spaß hier runter, langweilig. Ich sag mal tschüss. Falls der Kalle da sein sollte, mache ich nochmal an. Aber ich glaube nicht.